Ja, herzlich willkommen zurück zu Pentiment. Wir haben den ersten Teil beendet mit dem Tag des Gerichts und dem Schiedsspruch des Erzdiakons und der Hinrichtung Ferenz und verabschiedeten uns von Piero, um wenige Jahre später zurückzukommen und ihn bereits tot vorzufinden. Und wir stehen an seinem Grab. Ich möchte gar nicht viel Zeit verschwenden, sondern wir gehen direkt ins Spiel. Geht es euch gut, Meister Andreas? Wie? Geht es euch gut, Meister Andreas? Ja, danke. Ich habe mich nur an ihn erinnert. Oder es zumindest versucht. Es fällt mir nicht mehr so leicht. Oh, sollte ich euch lieber allein lassen? Nein, nein, Kaspar, das ist nicht nötig. Es hilft ja alles nichts. Es ist zu spät. Für so viele Dinge. Na, ich war nicht da. Andreas Mahler, ich hätte nie erwartet, dass ihr hier nochmal euer Gesicht zeigt. Habt ihr die letzten 7 Jahre in Nürnberg verbracht? Nein, ein paar in Nürnberg, aber für ein paar war ich auch wegen lukrativer Aufträge auf Reisen. Aha. Frankreich, Andreas spricht Französisch, ein wenig Spanisch, Aragon, ein wenig Englisch und auch ein wenig Polnisch. Das klingt aber so, als wäre Frankreich und Französisch die bessere Wahl. Wir haben ja auch noch das geheime Buchmanuskript auf Französisch. Ein paar Jahre war ich in Frankreich in Burgund. Dort habe ich Porträts und religiöse Gemälde für Adlige und Höflinge angefertigt. Habt ihr die Provence besucht? Nur kurz für einen Auftrag. Warum? Als König Ludwig vor einigen Jahren die Juden aus der Region vertrieb, beschlossen einige zu konvertieren und zu bleiben. Der König besteuerte sie ins Elend. Ich frage mich, ob die Steuer noch greift. Keine Ahnung. Ich bin überrascht, dass euch das kümmert. Ich werde zu niemandes Rettung auf einen Scheiterhaufen springen, aber es scheint mir nicht recht, was ihnen angetan wurde. Trotz eurer weiten Reisen und Erfolge seid ihr weiter in Kirsau nicht willkommen. Der Abt hat nicht vergessen, was geschah. So lang sind 7 Jahre nicht. Ich wollte einem alten Freund die Ehre erweisen. Ich verstehe, warum Vater Abt euch aus der Abtei geworfen hat. Was habt ihr erwartet? Einen Triumphzug? Schön, dann sagt Vater Gernot, dass ich im Gasthaus 1 oder 2 Nächte verweilen und dann weiterreisen werde. Ich suche jetzt nicht die Auseinandersetzung. In der goldenen Hand, meinetwegen, auch wenn es ihn sicher nicht kümmern wird. Warum ist er so unhöflich? Gott segne euch und nun fort mit euch. Bruder Guy. Revolution, Juni 1525. Also wir sind 7 Jahre später da. 1525, um Himmels Willen. Der Mönch schien nicht froh zu sein, euch zu sehen, Meister Andreas. Warum ist der Abt denn euch so gram? Gegen Ende meines Aufenthalts in Tassing wurde in der Abtei Kirsau ein Edelmann ermordet. Vater Gernot beschuldigte in seiner Panik meinen Freund Bruder Piero der Tat. Ich half den vom ermittelnden Erzdiakon zu überzeugen, dass ein anderer Mönch verantwortlich war, Prior Ferenc. Er wurde für das Verbrechen hingerichtet. Wegen euch wurde jemand getötet? Sonst wäre ein unschuldiger Mann gestorben. Da hat man wohl keine große Wahl. Trotzdem, ich hätte Angst gehabt. Warum habt ihr das bisher nie erwähnt? Ich schätze, es muss eine schwere Lage gewesen sein, wenn der Abt seinen Groll auf euch immer noch hegt. Ich musste einige schwere Entscheidungen fällen. Vielleicht waren sie falsch. Warum kamen wir hierher, wenn ihr doch nicht willkommen seid? Ich wollte Bruder Piero die letzte Ehre erweisen. Und ehrlich gesagt sehne ich mich auch nicht nach der Rückkehr nach Nürnberg. Dieser Auftrag, das ist ein obszönes Denkmal der Eitelkeit unter einem religiösen Feigenblatt. Meine Gönner wollen nur sich und ihren Reichtum feiern. Ich fürchte jeden neuen Auftrag mehr als den vorigen. Jeder Schritt, den ich gen Heimat tue, quält mich. Aber Meister, ihr seid reich und berühmt. Eure Arbeit ist wunderschön. Als ich euer Altarbild in Nürnberg sehen durfte, bettelte ich meinen Vater an, bei euch in die Lehre gehen zu dürfen. Ich verstehe nicht, wie ihr all das erreichen konntet und doch unglücklich sein könnt. Ich weiß, es muss schwer zu glauben sein. Eins war ich dir sehr ähnlich. Eins wollte ich dieses Leben so sehr, dass ich
Jeder, ich weiß nicht, ob ich mich verändert oder das, was ich wollte, nie real war. Vielleicht war ich die ganze Zeit ein Narr. Ihr solltet als Künstler ein besseres Leben haben, Kaspar. Lernt aus meinen Fehlern. In Ordnung? In Ordnung, ja, Meister Andreas. Ich sollte dich nicht mit so düsteren Gedanken belasten, Kaspar. Komm, besuchen wir meinen alten Freund Klaus. Es ist zu lange her. Wie ihr wünscht, Meister Andreas. Respekt zollen, Klaus besuchen. Na dann. Also, wir sind 1525, Höhepunkt der sogenannten Bauernkriege. Also wir sind gestartet 1518, das heißt ein Jahr nach dem Thesenanschlag Martin Luthers. Danach haben wir so 2, 3 Jahre wirklich große Aufregung im Reich bezüglich der Reformation. 1521, der entscheidende Reichstag in Worms, der faktisch zur Ausdifferenzierung der beiden Konfessionen führen wird, nämlich der protestantischen und der römischen. Und 1524 in der allgemeinen Phase und auch der sozialen Mobilisierung und Dynamik, die die Reformation sicher mit sich bringt, brechen sich die sogenannten Bauernunruhen oder die Revolution der gemeinen Leute bricht sich Bahn, zunächst im Südwesten Deutschlands, also in Schwaben und auch im Mitteldeutschland, Thüringen und Sachsen. 1525 dann eher im südlichen Deutschland und in Österreich. Und die Unruhen werden niedergeschlagen 1525, 1526, also wir sind hier auf dem Höhepunkt gewissermaßen. Und mit einer großen Zahl an Toten, die wirklich also niedergemacht werden von professionellen Söldnern. Also es ist eine einzige Tragödie, die sich abspielt. In die Zeit kommen wir jetzt also und ich bin gespannt, wie sich die Geschichte von hier aus entwickeln wird. Gut, Gasthaus zur goldenen Hand, das kenne ich noch nicht. Und sicherlich auch eine Menge von Menschen, die jetzt hier arbeiten, kenne ich nicht. Ich schaue mal schnell nach den Menschen. Hanna. Hanna Bergerin. Okay, das ist also Hanna. Reden wir mal mit ihr. Hallo Andreas, genießt euren Aufenthalt. Das war wundervoll, Hanna. Vielen Dank. Oh gut, ihr seid im besten Zimmer, das wir haben. Es freut mich, dass es euch gefällt. Gibt es sonst noch etwas? Nein, danke. Bis später. Bis dann. Ja, das Zimmer sah jetzt nicht ganz so toll aus. Das deutete auch die Antwortmöglichkeit von Andreas an. Reden wir mal mit Kian. Guten Tag, Meister Maler. Mehr sagt er nicht. Mal schauen, ob mit dem Ton alles passt. Das sieht aber ganz gut aus. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Die meisten Kinder dürften schon sehr viel größer sein, vor allen Dingen Ursula, auf die bin ich gespannt. Ah, Meister Maler, nicht wahr? Hallo und willkommen in der Goldenen Hand. Ich bin Nico Berger. Mir gehört dieses Gasthaus. Ich leite es mit meiner Frau Hanna und unserem Sohn Kilian. Na gut. Mein Junge hat euch euer Zimmer gezeigt. Ist alles zu eurer Zufriedenheit? Er wird schon vermögend sein, Andreas Maler. Es ist alles in Ordnung, danke. Das freut mich zu hören, sehr sogar. Als ihr in der Stadt ankamt, sagte einer der Einheimischen, dass ihr vor einigen Jahren hier gelebt habt. Ja, ich habe als Künstler für die Abtei gearbeitet. Ah, ich verstehe. Ich hörte, ihr wart an der Aufklärung eines Mordes beteiligt. Ja, aus der Not heraus. Es wurde der falsche Mann beschuldigt, ein Freund von mir. Ich hörte, es war der Prior der Abtei. Und der Baron war das Opfer in einem teuflischen Zauber, den der Bruder wirkte. Nein, er hat keinen Zauber gewirkt und der Baron war auch kein Opfer. Woher habt ihr das? Und was die Leute hier ebenso hier und da reden. Offenbar hat sich die Geschichte in den letzten 7 Jahren verändert. Nichts für ungut, Meister Maler. Ich finde nur, dass es eine interessante Geschichte ist. Es ist keine Geschichte. Das ist wirklich geschehen. 2 Menschen sind gestorben. Ja, natürlich, sicher. Wie gesagt, nichts für ungut. Nun, ich werde euch nicht weiter belästigen. Bis später. Bis dann. So, schauen wir mal ein bisschen weiter. Oh. Söldnerkleidung.
Hallo Andreas, sagt Samuel und putzt sein Schwert. Zirk und Hassing. Na gut, sei es drum. Das war so golden. Ist schön gemacht. So. Tu es einfach, du weißt, dass es richtig ist. Ich verstehe nicht, warum es dir so schwer fällt. Otto, ich habe Angst. Es ist gefährlich, sich dem Abt zu widersetzen. Wäre dir die Alternative lieber? Tut es nicht, Otto. Ich verstehe ja, ich meine ja nur. Andreas Mahler. Schön, euch wiederzusehen, alter Freund. Otto, ihr seht gesund aus. Das ist mein Lehrling, Kaspar Ziegler aus Salzburg. Eine kleine Stadt an der Salzach, die auf römischer Ruine gekommen wurde. Gerüchte über Gewalt und Rebellion in der Stadt werden immer häufiger. Kaspars Heimatstadt, also genau die Situation 1525 im Süden. Guten Tag. Ah, ich dachte schon, es sei euer Sohn. So schnell werden sie nicht groß, auch nicht in Nürnberg. Hier werden sie schnell groß. Er und ich haben unseren ersten Sohn bekommen, der kleine Otto. Aber wir nennen ihn Ötz. Ah, Eva und Ötz. Sehr schön. Ich beglückwünsche euch beide, das sind wunderbare Neuigkeiten. Danke. Ohne meinen Vater war es schwer, aber Clara und Ursula helfen, wo sie noch können. Ohne seinen Vater? Er hatte ein langes Leben, wenn man seine Arbeit und seinen frühen Schlaganfall bedenkt. Nicht lange genug für mich, nicht lange genug für Ötz. Dr. Stolz hat gesagt, dass es ein Schlaganfall war, als er geschlafen hat. Zum Glück. Ich weiß, dass Elva euch in einem Brief über den Tod meines Vaters unterrichtet hat. Andreas, warum habt ihr nicht geantwortet? Es tut mir leid. Nachdem ich Tassing verlassen hatte, war so viel zu tun. Oh, ich wollte nicht stören. Ich sollte zurückgehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich an euer Gesicht erinnere, aber ich kann es nicht zuordnen. Oh, nur keine Sorge, ich bin es. Martin, erinnert ihr euch? Oh, natürlich. Hallo, Martin. Hallo, tut mir leid, dass ich aufbrechen muss, aber die Schafe brauchen mich. So sehr ich es auch liebe, Zeit auf der Wiese zu verbringen, ruft nun doch die Pflicht. Otto, wir sehen uns später beim Treffen. Andreas, bis später. Es war schön, dich zu sehen, Martin. Beim Treffen. Otto. Otto hat ja schon ein paar Mal so, auch vor 7 Jahren, so ein paar Töne gegen die Abtei verlauten lassen. Und hat auch damit nicht zurückgehalten. Ich denke, ich weiß, worum es hier geht. Quellgeist. Was für ein Treffen. Ihr habt eine spannende Zeit gewählt, um zurückzukommen. Kommt später in die Allmende. Ich glaube, ihr werdet es interessant finden, was ich zu sagen habe. Eigentlich war ich auf dem Weg zu Klaus. Sagt ihm, dass er auch kommen soll. Er hat es versprochen. Bis später. Oh, schlau streicheln, natürlich. Okay, also das scheint mir tatsächlich so eine Versammlung zu sein. Ja, schlau mag das. Das scheint mir tatsächlich so eine Versammlung zu sein, um sich über den eigenen sozialen Status auszutauschen. Ich schaue aber mal schnell zur Mühle, ob da jemand ist. Kann ich nichts machen. Oh. Andreas, ich hörte schon, dass ihr wieder in Tassing seid. Gott segne euch. Gott bitte euch, Vater Thomas, es ist gut, euch wiederzusehen. Hoffentlich wird dieser Besuch weniger ereignisreich als der letzte. In Tassing geht schon genug vor. Zur Johannisnacht zünden wir morgen Abend das Feuer an. Oh, da habe ich sie schnell weggedrückt, wie vorhin. Und in den nächsten Tagen habe ich mir dann die Beichten anzuhören. Ganz abgesehen vom Gemurre der Bauern. Nur Gerede, Bruder. Wir müssen unseren Gast mit derlei Dingen nicht schrecken. Sollte es Ärger geben, wird Meister Mahler sicher der Erste sein, der seine Nase hineinsteckt. Ich sag nichts. Kommt und geht, wie es euch passt. Und mit den Konsequenzen müsst ihr nicht leben. Nachdem Ferenc hingerichtet wurde, machte Pater Abt Mathieu zum neuen Prior.
Ferenc war nervig, aber Mathieu ist noch schlimmer. Herzlichen Dank dafür. Es wäre besser für alle gewesen, hättet ihr einfach Bruder Piero sterben lassen. Er hatte schließlich ohnehin nur noch ein paar Jahre über. Ich sag nichts dazu. Er redet sich selber rein. Habt ihr nichts zu erwidern? Freunde, Freunde, es besteht kein Grund für solchen Groll. Ich vergib mir, Vater Thomas, ich war von meinen Launen übermannt. Ohnehin war das nicht einmal der Grund, warum ich hier herunterkam. Eigentlich sollte ich im Auftrag des Abtes zu euch sprechen, Andreas. Warte gern und möchte euch einladen, morgen früh zur Bibliothek zu kommen, falls ihr einige unserer Bücher erwerben möchtet. Der Abt hat mich gerade fortgejagt und jetzt will er mich wieder zurück. Ich weiß nicht, was im Geist von Vater Abt vorgeht. Ich tue nur, was er verlangt. Die Bibliothek ist noch nicht ganz bereit. Sie wird kaum noch genutzt. Wenn ihr morgen früh vorbeikommen könnt, wird euch Mutter Illuminata zeigen, was verfügbar ist. Mutter Illuminata? Ja, seitdem Mutter Cecilia vor ein paar Jahren verschieden ist. Ach. Wie ist sie gestorben? Friedlich, im Schlaf. Also morgen früh? Na schön, sagt ihm, dass er mich erwarten darf. Gewiss wird er außer sich vor Freude sein. Und Andreas, bitte entschuldigt die harschen Worte zuvor. Ich war voreilig. Bruder Piero war ein frommer Mann und fähiger Künstler. Wir vermissen ihn. Danke, dass ihr das sagt. Ich vermisse ihn auch. Großartig, ich freue mich, dass ihr beide euch vertragen konntet. Geh. Ach, Vater Thomas, können wir einen Blick in der Kirche sprechen? Ja, ich denke schon. Weshalb denn? Es geht um eine private Angelegenheit. Oh, natürlich, natürlich. Bis morgen, Gott segne euch, Andreas. Die Einladung des Abts. Wenn ich einen auf den Scheiterhaufen bringe, dann ist es G. Er dürfte der Letzte sein, der in der Abtei schreiben kann. Piero ist tot. Und wie hieß er? Egor? Egon? Egos? Egor? Sicher auch. Na, schauen wir mal zu Klaus rein. Oh, Magdalene. Ah, Klaus. Andreas. Es tut mir leid, Klaus. Ich weiß, es ist lange her. 7 Jahre. 7 Jahre und nichts von meinem Freund Andreas. Erst Bert und dann Marie. Kaum, dass Magdalena auf der Welt war. Der Drucker. Sind die tot? Der Bert hätte doch bei Andres zur Lehre gehen können. Meine Frau hält so viel von euch. Ich kann nicht glauben, dass ihr nicht geantwortet habt, nachdem ich euch schrieb, dass sie verschieden war. Es tut mir leid, ich hätte schreiben sollen. Ja, das hättet ihr. Naja, zu spät. Dup-di-dup. Oh, hallo. Sie mag dich. Ach, Klaus. Warum? Euer Geschäft scheint gewachsen zu sein. Was druckt ihr? Die 12 Artikel, ursprünglich verfasst von schwäbischen Bauern, die von ihren Herren Veränderungen forderten. Na, hier geht's los. Handlung, Artikel und Instruktion, so fürgenommen worden sein, von allen Rotten und Haufen der Bauern, so sich zusammen verpflichtet haben, 1525. Freiheit von der Hörigkeit, Freiheit zur Jagd und Waldnutzung, wie Gott es beabsichtigte und ich es gemalt habe in meinem Meisterstück. Freiheit von der Fronarbeit. Abschaffung der Erbsteuer, gerechte Bewertung der Pacht, Rückgabe von Gütern in die Allmende und das Eigentum. Bayern ist nicht Schwaben, aber die Beschwerden der Bauern von Tassing sind die gleichen. Davon hat wohl Otto gesprochen. Er wollte, dass ich euch mitbringe. Ja, das hat er erbeten. Vielleicht komme ich, vielleicht auch nicht. Der Abt hat die Bauern über Jahre ausgepresst. Jetzt presst er die Stadtbewohner und wir wehren uns. Ihr Anliegen ist rechtschaffen, Andreas. Wenn ihr in letzter Zeit nicht bei den Gärtnern wart, solltet ihr die besuchen.
Und Otto hat das bei euch drucken lassen? Ja, warum? Nun, mir war nicht klar, dass er lesen kann. Kann er nicht. Aber fast alle anderen in der Stadt schon. Er redet, ich drucke. Ich trage einfach meinen Teil bei, denke ich. Ja, das ist kreuzgefährlich, mein Lieber. Es tut mir leid, mir ist noch immer nicht nach diesem Wiedersehen zumute. Komm doch morgen zum Abendessen wieder. Geht zu allem Ende, hört, was Otto zu sagen hat. Es ist wert, gehört zu werden. Natürlich, wir sehen uns dann später wieder. Sei brav, während wir weg sind, Magdalene. Musst du brav sein? Hab, hab, hab. Eieieiei. Ein kühles Wiedersehen. So viele Menschen, sagt Kaspar, ja, und ich erkenne sie fast alle wieder. Das ist der Arzt Stolz, ja, das ist, weiß ich nicht, Martin, Till, Linhard, Agnes, Hedi, Jörg, der kranke Peter, Eva mit Kind, mit Ötz, Peter, Ursula, Clara. Das ist Paul, der Müllers Junge, Lennart, die beiden kenne ich nicht. Veronika, das ist Hanna aus dem Gasthaus. Das ist, wie hieß die gleich? War das Brigitta? Das ist Johann jedenfalls. Das könnte Kati sein. Das ist die alte Ottilia. Ulrich und Gret Albans, die Bauern, die Bäcker. Ihn kenne ich nicht, die hier auch nicht. Aber, und Thomas ist auch da. Hört mir alle zu. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Nichts, was ich sage, wird euch überraschen. Nichts, was ich sagen werde, wurde nicht bereits hinter verschlossenen Türen gesagt oder heimlich untereinander geflüstert. Nichts, was ich sagen werde, ist unwahr, und daher ist es an der Zeit, dass wir es offen aussprechen. Jahr für Jahr hat die Abtei neue Steuern für die Bauern eingeführt. Stück für Stück hat die Abtei uns das Recht genommen, Gottes Wald zur Versorgung unserer Familien zu nutzen. Gesetz auf Gesetz wird uns auferlegt, Beschränkungen, wie wir unsere Miete zu zahlen haben, Beschränkungen, wohin wir ziehen und wen wir ehelichen können. Und jetzt fordert das Mortuarium, das einst nur noch das beste Tier und beste Gewand forderte, unseren halben Besitz. Es wird kein Gedanke an Witwen verschwendet, kein Gedanke an die Kinder. Und was ist mit dem Stadtrat, dem Rathaus? Ah, das wird hier was neu gebaut, oder? Mal schauen. Schauen wir uns das mal an. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass der Abt seine Macht teilen möchte und auf unsere Nöte eingeht. Ihr habt ein gutes Herz, Ulrich. Ihr wollt immer das Beste in den Menschen sehen. Aber nein. Der Abt will uns durch den Rat spalten, um einige wenige Begünstigte gegen die übrigen auszuspielen. Soll heißen Arzt, Bäcker, Müller. Dabei gibt es keine Wohltätigkeit. Nein, nur Gier und Verzweiflung treiben Vater Gernot an. Man könnte meinen, der Abt würde einem Toten die Seele aus dem Himmel stehlen, wenn er könnte. Und als wir protestiert haben, was hat Vater Gallo da getan? Er hat den Schrein von St. Moritz verschlossen. Er erlaubt es den Menschen aus dieser Stadt und den Bauern dieser Landstriche nicht, an der Reliquie zu beten. Jetzt, da wir der Fürsprache durch unseren Heiligen am dringlichsten bedürfen, schließt der Abt uns aus. Vater Gallos Handeln ist nicht gerecht. Es ist nicht christlich. Wir haben diese Behandlung schon lange erduldet, schon zu lange erduldet. Wir müssen den Abt wissen lassen, dass wir es nicht mehr hinnehmen werden. So ist es. Hört, hört. Ja, es muss ein Ende haben. Verändern wir das. Halt, das ist töricht, sagt Hanna. In den benachbarten Städten sind bereits Soldaten unterwegs. Wenn ihr gegen die Abtei vorgeht, werden wir den Zorn des Herzogs herausfordern. Durch euch könnte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden und jeder hier getötet werden. Lennart, Hanna hat recht. Das ist der Müller. Der Herzog besitzt in Bayern große Macht. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Otto. Ihr alle seid ausgebildete Soldaten, nicht gewachsen.
Das ist das, was man dann sieht in den Auseinandersetzungen. Wenn ihr nicht nachgebt, werdet ihr wie die schwäbischen Bauern euer Leben lassen. Wir könnten auch gegen euch vorgehen, Lennart. Sie können recht haben, Menschensoldaten entsandt wurden. Ich weiß nicht, ich muss mich um meinen Sohn kümmern. Gott ist auf unserer Seite. Schauen wir mal. Seid nicht schüchtern, sprecht, wenn ihr Anlass dazu habt. Martin? Wir werden nicht überrannt werden. Die Bauern in Salzburg konnten die Stadt einnehmen und wurden angehört. Wenn die Menschen den Erzbischof von Salzburg dazu bringen konnten, dass er ihnen zuhört, dann schaffen wir das hier mit unserem Abt. Meister Andreas, fragt Kaspar, glaubt ihr, dass es meiner Familie in Salzburg gut geht? Ich weiß nicht, Kaspar, aber wir können es herausfinden. In Ordnung. Genug ist genug. Wir können nicht tatenlos mit ansehen, wie der Abt uns immer schändlicher behandelt. Dazu hat Otto Martin angestiftet. Gerade eben. Menschen in ganz Schwaben fordern ihre gottgegebenen Rechte ein. Warum sollten wir es ihnen nicht gleich tun? Eine gerechte Sache. Martin hat recht. Wir haben etwas Besseres verdient. Wir schaffen das. Gut gesprochen, Martin. Jeder sollte bedenken, was er gesagt hat. Martin hat sich in den letzten Jahren als zuverlässig erwiesen. Aber wenn die Worte einfacher Männer euch nicht überzeugen können, dann ist ein Zeichen von einer größeren Macht vielleicht. Der Abt mag uns den Zugang zum Schrein verwehrt haben, aber Gott hat mir gezeigt, dass er an unserer Seite steht. Ich glaube, das ist alles, was ich vorerst sagen sollte. Danke für euer Kommen. Guten Tag, Andreas. Clara, es ist schon zu lange her. Ich freue mich, euch zu sehen. Eva, hallo, Andreas. Ich bin überrascht, euch nach so langer Zeit wieder in Tassing zu sehen. Wir dachten schon, euch nie wiederzusehen. Ich war zu lange nicht hier. Tut mir leid, dass ich meine Ankunft nicht angekündigt habe. Ihr habt eine seltsame Zeit für euren Besuch ausgewählt. Wir erleben gerade eine seltsame Jahreszeit. Jetzt kommt Otto. Ah, ihr habt die Gärtners gefunden. Eure Rede war sehr aufwühlend, Otto. Sie werden wirklich jedes Mal besser. Ich hoffe, der Herzog erfährt dafür nichts, Otto, sonst würde die Stadt darunter leiden. Wir haben den Punkt, uns Sorgen zu machen, bereits überschritten, Maler. Wenn ihr an unserer Stelle wärt, würdet ihr es verstehen. Ihr habt recht, ich sollte nicht darüber berichten. Ich bin lediglich besorgt. Das wissen wir zu schätzen, aber wir kennen auch die Gefahr. Zeugt Otto über sein Zeichen, Gott zu sprechen. Gesagt, dass die Abtei viel Gutes... Das ist Stunden her. Das war vor 7 Jahren im Spiel. Da saßen wir beim Mittagessen am ersten Tag mit Andres und Otto. Aber er hat recht, es ist zu monastisch gedacht. Es ist zu sehr von dieser Kultur her gedacht, was Tolles uns die Klöster alles gebracht haben. Es ist nicht die Perspektive der Figuren hier. Für die ist die Abtei nur Kette. Das hätte mich schon interessiert, aber das kann ich jetzt nicht heilen. Ich habe zu sehr kulturgeschichtlich gedacht. Dafür leistet die Abtei freilich viel, aber für die Menschen hier in Tassing nichts. Hoffentlich habe ich mir nicht noch mehr verbaut. Aber das muss ich mir merken für die weiteren Entscheidungen. Also die soziale Konstellation, die hier im Spiel entwickelt wird, ist viel entscheidender als die, mit der ich als Konzept herumlaufe. Ja, Niederlage. Ich fühle mich nicht wohl dabei, das mit euch zu besprechen, Maler. Nichts für ungut. Außerdem sollte es eine Überraschung für alle werden, vor allem für den Abt. Na, ich bin gespannt, ey. Wie dem auch sei, Andreas, ihr und die Eurigen solltet zum Abendessen kommen. Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu dürfen. Das klingt wundervoll. Wir werden da sein, Clara. Ja, hoffentlich haben die was zu essen. So, bevor wir jetzt zu den Gärtners gehen, das lief ja jetzt beim letzten Mal auch schon ganz gut, sollten wir noch ein bisschen mit den anderen reden. Andreas, ihr seid zurück in Tassing.
Nur für ein paar Tage. Ich wollte Bruder Piero die letzte Ehre erweisen. Ja. Ach ja, Bruder Piero, was für ein Farbtalent. Das tut mir leid, Andreas. Er war ein netter alter Mann. Manchmal habe ich in meiner Pause mit ihm geredet, wenn ich für die Abtei gearbeitet habe. Ich bin überrascht, dass Prior Ferenc euch nicht die Meinung gegeigt hat. Nun, das hat er schon vor den Unannehmlichkeiten. Sicher wisst ihr, dass es in der Abtei eine Zeit lang drunter und drüber ging. Bruder Guy machte bei meiner Ankunft deutlich, dass ich in Kirsau nicht willkommen wäre, also ja. Wenn es euch etwas bedeutet, um Tassung seid ihr willkommen. Jedenfalls, Mathieu ist jetzt Prior. Ähnlich streng, aber zumindest etwas leiser dabei. Vielleicht ist es also ein Wandel zum Guten. Wer weiß es schon, wir müssen ja nicht noch nach der Ordensregel leben. Andererseits müssen wir alle nach den Regeln von Vater Gernot leben. Wahrscheinlich ist es schlimmer. Ach, seid ihr mit den Bauern im Bunde, Endriss? Nun, natürlich. Gernot presst sie ja bis aufs Blut aus. Und dazu dürfen wir nicht mal mehr den Wald benutzen. Früher konnten wir da alle angeln gehen. Die Zeit ist vorbei. Wie weit wollt ihr bei all dem gehen? Tja, ich weiß das nicht. Fragt mich nicht. Ich führe das alles ja nicht an, sondern das macht Otto. Aber ich vertraue auf Otto und die Bauern tun es auch. Ich hoffe, euer Vertrauen zahlt sich aus. Würdet ihr für uns beten? Die Hilfe des heiligen Moritz könnten wir gut brauchen. Nun gut, Andreas, Zeit, dass ich wieder an die Arbeit komme. Es war schön, euch zu sehen. Bis später. Das geht alt, das geht auch nicht gut. Ah, Anna. Hallo, Meister Andreas. Gret? Gott segne euch, Andreas. Ich bin dankbar, dass ihr nach so langer Zeit nach Tassin zurückgekehrt seid. Wir haben nach eurer Abreise eifrig für euch gebetet. Ich hoffe, dass eure Gebete dieses Abts aufwiegen können. Er ist mir nicht so wohlgesehen wie der Rest Tassings. Andreas, ich bin sicher, dass der Abt für euer Wohl bittet, selbst wenn ihr nicht im Guten auseinandergegangen seid. Und jetzt hat Gott eure Rückkehr erlaubt. Vielleicht gibt es euch beiden Gelegenheit, euch zu versehen. Ich denke, ich könnte zumindest mit dem Abt sprechen. Wir sind dazu aufgefordert, wie es schon Paulus sagte. Seid gütig und herzlich zueinander, vergebt einander, so wie Gott auch durch Christus vergeben hat. Ich denke, es gibt in Tassing einige Menschen, die diesen Rat brauchen könnten. Ah, das stimmt. Ihr wart bei Ottos Rede. Ja, die Bauern in Tassing haben es schwer. Mittlerweile leiden selbst die Stadtbewohner unter den neuen Beschränkungen des Abts. Ich sorge mich um meinen Ehemann. Er mischt sich zu sehr in das alles ein. Eure Sorge ist berechtigt, doch das Proteste sehen aus wie der Anfang eines Aufstands. Oh, möge Gott verhindern, dass so etwas auch hier geschieht. Ich liebe meinen Ehemann, aber manchmal habe ich die Sorge, dass er sich zu sehr an den Einzelheiten verliert. Er erkennt nicht, dass er gleichzeitig klug und christlich sein kann. Ich bete, dass ich nicht zu selbstsüchtig bin, aber die Abgaben an den Abt belasten uns auch. Was ist mit Annas Zukunft? Ulrich bietet Peter seit Jahren Kredite an, das habe ich nie hinterfragt, aber jetzt... Eieiei. Wir können nur eine gewisse Zahl Brote in jeder Woche backen, ehe wir selbst hungern müssen. Könntet ihr mit ihm sprechen, Andreas? Natürlich, Gret, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihn umstimmen kann. Gott segne euch, Andreas. Mehr verlange ich gar nicht. Naja, sprecht jetzt nicht mit Ulrich, dann setze ich mich hier zwischen die Stühle. Das mache ich nicht. Aber schauen wir mal auf zu der Baustelle hier hoch, was das ist. Ach, schau an. Das ist nämlich ein Kran gewesen, den man da gesehen hat. So mit so Laufrädern. Der Bau des Rathauses verläuft reibungslos. Ich frage mich, ob es noch vor dem Winter fertig wird. Neben dem Haus des Arztes? Klar. Oh, schauen wir mal. Jetzt können wir das erste Mal hereingehen. Dann... Werner.
Hallo Andreas. Okay, ist ein Arztbesteck. Der Behandlungsraum. Kann ich hier nach oben gehen? Nee. Gut. Das war also wenig ereignisreich. Wo gehört das hier? Ach, das ist der Typ. Balthasar, den kenne ich noch nicht, der Uhrmacher. Seid gegrüßt, ihr müsst doch dieser wunderbare Künstler sein, oder? Meister Andreas, Maler, ja. Wundervoll, wundervoll. Balthasar Isenkopf zu Diensten, aber bitte nennt mich doch Balthas. Angenehm, Balthas, seid ihr schon lange in Tassing? Ach, nur ein paar Jahreszeiten. Mein Wagen brach hier zusammen und ich fand den Ort so charmant, dass ich mir entschlossen bleibe. Die Ruhe genieße ich, doch ich vermisse die Gesellschaft anderer Männer von Bildung. Leicht vertreibe ich mir die Abende zusammen mit dem guten Dr. Stolz. Als ich hörte, dass ein wohlbekannter Künstler zurückgekehrt sei, war ich natürlich außer mir vor Freude. Was genau stellt ihr an? Ich bin gewissermaßen Erfinder. Wirklich, was stellt ihr her? Alles Mögliche, junger Mann. Mechanische Uhren aller Größen, herumstromende Metallgehäuse, sogar Lichter ohne Flamme. Wirklich beeindruckend, Balthas. Danke, Andreas. Ich wusste, ein Freund der Kunst würde mein Werk zu schätzen wissen. Ah, nun, ihr sollt wohl besser wieder an die Arbeit. Ihr wisst ja, wie es für uns wenige ist, die wir zu höheren Künsten berufen sind. Viel Glück, Balthas. Bis später. Na gut, okay. Dann wissen wir jetzt, wer das ist. Das ist gewissermaßen ein Uhrmacher. Der auch ganz schön wohnt hier oben. Also man sieht schon, wo das Geld liegt in Tassing. Also Steinhäuser und Fachwerk. Das ist schon. Soll ich mit Lenhardt reden? Andreas, euch wollte ich nicht unbedingt sehen. Gott, hat es auf mich abgesehen. Hallo Lennart, ich für meinen Teil bin froh, euch wiederzusehen. Leben, meint ihr? Habt ihr euer Bestes getan, mich umzubringen? Konntet euch nicht mal vor dem Erzdiakon zurückhalten, habt geredet wie ein Wasserfall. Ich musste ein wahrheitsgetreues Zeugnis über das ablegen, was ich erfahren hatte. Denkt nie darüber nach, was danach passiert, Zum Glück wusste der Erzdiakon alle Beweise abzuwägen. Hat sich herausgestellt, dass der Prior genauso korrupt ist wie das gemeine Volk. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es Ferenc war. Ich bin nicht überrascht. Sie haben mich nicht umgebracht, aber ihr habt meinen Namen beschmutzt. Die Leute flüstern, was, wenn sie die falsche Person haben? Was, wenn es doch der Steinmetz war? Es tut mir leid, Lennart, das war nicht meine Absicht. Entschuldigungen bringen mir keine Arbeit, mein Ruf aber schon. Die meisten haben wenigstens den Anstand, nur zu flüstern, im Gegensatz zu diesem Fahrtesel Müller, also Lennart. Also nein, freue mich nicht so, euch hier zu sehen, Meister Maler. Ich werde nicht lange in Tassing sein. Wenn ihr wollt, gehe ich euch aus dem Weg. Das wäre klug, wir haben nichts zu besprechen. Geht jetzt. Okay, na das heile ich nicht mehr. Dann schauen wir mal noch. Bei den Druckers waren wir schon. Wir schauen jetzt mal noch schnell bei Brigitta vorbei. Und dann zu den Gärtners. Hallo Andreas. Hallo Brigitta, wie geht es euch? So gut wie es einem in Tassing gerade gehen kann. Es scheint, als wäre das bei euch recht gut. Martin ist tatsächlich zurückgekehrt. Ja, der Winter ohne ihn war schrecklich. Ich habe den kleinen Wolf verloren. Und Kati war besorgt, sie könnte nach dem Tod von Franz den Hof verlieren. Ach. Also Franz Bauer ist tot und der kleine Wolf. Der Enkel von Lennart und Agnes. Mit anderen Worten, Brigitta ist die letzte, die sie haben. Beata ist schon gestorben mit ihrem ungeborenen Kind. Oh Gott.
Aber dann kehrte Martin zurück und seitdem sorgt er gut für uns. Trotz der immer höheren Einschränkungen kommen wir zurecht. Ich bin dankbar. Mein Beileid wegen Wolf. Vielen Dank, es ist. Ich versuche nicht dran zu denken. Kathi will die ganze Zeit über ihn reden, wisst ihr? Immer wenn der Himmel nachts klar ist, blickt sie hinauf und fragt, ob ich mir jemals Gedanken mache, wie es ihm da oben geht. Das muss quälend sein. Ja, ist es. Es tut mir leid, Andreas, ich kann darüber nicht mehr sprechen. Es tut mir leid, Brigitta, dass ich ihn erwähnt habe. Ihr wusstet es nicht, schon in Ordnung. Es war schön, euch wiederzusehen, Andreas, aber ich sollte weiter. Bis später. Bis dann. Aber mit Kati rede ich jetzt nicht. Er hat sich viel ereignet. Da ist Hedy, aber mit der will ich jetzt auch nicht reden. Die schwätzt so. Dann gehen wir zu den Gärtners. Kann ich noch was anderes essen? Die haben doch nichts. Die haben doch nichts zu beißen. Die haben doch nichts zu beißen. Die Gärtner. Sie haben hier und keine Tiere mehr. Haben nur noch ein paar Hühner. Peter. Hallo Andreas. Er redet nicht. Jörg. Hallo Andreas. Ursula. Hallo. Hallo Ursula, erinnerst du dich an mich? Nein, sollte ich. Nein, du warst sehr klein, als ich zuletzt in Tassing war. Ich habe bei deinen Eltern gewohnt. Oh, der Künstler Andreas. Hust, hust. Ich glaube, du hast mir einmal eine Geschichte erzählt. Du hast mir auch mal eine Blume gemalt. Ich hab sie noch. Ich habe es zu meinen Strümpfen gelegt, um es nicht zu verlieren. Mama und Papa reden manchmal von dir. Du bist weggegangen, um noch mehr zu lernen. Wie war das so? Als ich in Paris war, habe ich neue Öltechniken gelernt. Nein, das meine ich nicht. Erzählt von euren Reisen. Na schön. Paris ist der lebhafteste Ort, den ich hier gesehen habe. Und Notre-Dame de Paris, die Kathedrale, wird ohne Unterlass repariert. Und in der Universität kommen unheimlich helle Köpfe zusammen. Vater hält die Universität für Zeitverschwendung. Leute sollen etwas Ordentliches lernen. Ich habe an der Universität viel gelernt, aber sie nie abgeschlossen. Dafür könnt ihr jetzt malen, das ist doch auch was. Hust. Ist krank. Andreas, darf ich dich etwas fragen? Natürlich. Kennst du die Geschichten über Perchta und die wilde Jagd? In der germanischen Folklore ist die wilde Jagd eine übernatürliche Gewalt von Geistern, die Zerstörung, Krieg und andere Katastrophen verursachen kann, wenn sie nicht angemessen beseitigt wird. Die wilde Jagd wird oft von einer legendären Figur wie Perchta oder dem Teufel angeführt. Ich hoffe jetzt nicht, dass Otto irgendwie Perchta gebaut hat aus Holz. Na, ich bin gespannt. Ein bisschen. Ich habe erst von ihnen erfahren, als ich hier lebte. Warum? Sind sie böse? Hust, hust. Wie böse? Nun, mein Opa erzählt mir Dinge über Pächter und Geister und Zauber. Und die alte Frau Ottilia, sie spricht auch darüber und sie sagt all diese Worte. Sie hat mir gesagt, sie gehören zu den alten Bräuchen oder so. Also, warum denkst du, dass sie böse sind? Nun, mein Vater sagt, ich soll mir nichts davon anhören. Er sagt, es ist Unsinn und dass Vater Thomas wütend wird. Er sagt, er toleriert es nur bei alten Menschen, weil sie zu sehr ihren Bräuchen verhaftet sind. Ich will keine Schwierigkeiten, aber Opa sagt, wenn ich die alten Bräuche nicht lerne, werden sie einfach vergessen. Also sind sie böse? Tust, tust. Nein, sie sind nicht böse. Du solltest so viel wie möglich lernen, solange du kannst. Wirklich?
Ja, es ist wichtig, dass du die Geschichten, das Wissen deiner Vorfahren weiterträgst. Eine gewöhnliche Reisegeschichte erzählen. Achso, ich hätte. Okay. Oh, das verstehe ich. Danke, Andreas. Na, hoffentlich habe ich sie dann nicht im dritten Teil der Geschichte auf den Scheiterhaufen gebracht damit. Na, wir werden sehen. Oh, ey, die Verzahnung mit Otto, die sitzt mir immer noch im Mark. Bis später. So. Und Veronika, was macht die hier? Die hat geheiratet. Hallo Andreas, wie schön, dass ihr zurück seid. Hallo Veronika, wie geht es euch? Alle ziehen und zerren an mir herum. Mutter liegt mir in den Ohren, wann sie endlich Enkel bekommt. Als hätte ich nicht schon genug Arbeit. Ihr seid verheiratet? Ja, woher solltet ihr das wissen können? Jörg und ich haben den letzten, vorletzten Frühling geheiratet. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Danke. Jetzt will meine Mutter unbedingt Enkelkinder. Diese Entscheidung sollte man nicht übers Knie brechen. Das sage ich ja auch ständig. Vielleicht solltet ihr mit ihr reden, Andreas. Einem erfolgreichen Mann wie euch hört sie möglicherweise zu. Tja, ich sollte zurück an die Arbeit. Es gibt für das Fest noch viel vorzubereiten. Dann halte ich euch nicht länger auf. Bis später. Bis dann, Andreas. So, mit dem alten Peter rede ich jetzt nicht. Der ist eh nur, der mault mich eh noch von der Seite voll. Willkommen zurück, Andreas. Wir wollten gerade essen. Wollt ihr euch dazusetzen? Das wäre meine Freude. Na dann mal sehen. Ey, jetzt esse ich denn das Essen weg. Wahrlich ein Segen, alle wieder beieinander zu haben, wenn auch nur sehr kurz. Behaltet mal euren Burschen im Auge, Andreas. Er soll aufpassen, wie viel er sich nimmt. Junge Kerle essen so gottverdammt viel. Peter, hör auf. Andreas ist unser Gast. Warum leitest du nicht lieber das Tischgebet an? Na gut. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Wir beten für unsere geliebte Christine. Das ist deine erste Frau, die vor vielen Jahren von uns gegangen ist. Bitte hilf mir, meine Familie in diesen schwierigen Zeiten zu schützen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen, Amen. Oh, das werden ja auch immer mehr. Ach du große Güte. So viele. Die Eva ist nicht da. Gut, die lebt bei Otto. Amen. Meister Andreas, warum haben nur wir Brot? Das sind die Schüssel der Gäste. Das sind die Schüsseln der Familien. Oh, ey, jetzt esse ich den hier das Zeug weg. Kann ich nicht einfach aufstehen und gehen? Nichts sagen. Andreas, so gut, euch wieder an unserem Tisch zu sehen. Und mit einem weiteren Gast ist der junge Mann euer Helfer, Kaspar. Ja, er ist mein Lehrling. Ach, das erklärt, warum ich Ihnen sein kleines Büchlein schreiben sah. Ich erinnere mich, wie ihr das in eurer Zeit auch immer gemacht habt. Zeichnet ihr noch immer in eurem Tagebuch, Andreas? Ach, manchmal, wenn mich die Laune packt. Wäre das nicht schön, Jörg, wenn wir nur schuften müssten, wenn uns die Laune packt? Und wir schinden uns Tag ein, Tag aus in dieser abscheulichen Art, hungert uns aus, während er den verschiedensten, verschissenen Messwein säuft. Ey, ich kann mich hier nur falsch verhalten. Ich komme hierher, reich behängt, mit Pelzen über und über, renommierter Maler aus Nürnberg, international reisend und setze mich an den Tisch und esse den Leuten noch das Brot weg, ey. Oh. Lass ihn in Frieden, Vater. Er ist gerade erst angekommen. Und alle krank, alle husten sie, die kleine Ursula. Wie hat euch das Schicksal in den letzten Jahren mitgespielt? Hust. Ich fürchte, der Herr stellt uns mit schweren Zeiten auf die Probe. So kann man es auch sagen. Ist scheiße hier, das alles. Er hustet auch. Vielleicht sollst du dich ausruhen, Großvater. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich aufrecht sitzend an meinem eigenen gottverdammten Tisch. Die ganze Familie war krank, Andreas. Peter, sein Vater und Ursula haben gefiebert und ich nun. Clara verlor vor einem Jahr ihren Sohn im Kindbett.
wisst ja, woran es gelegen haben könnte, Andreas. Schon in Ordnung, Veronika. Agnes meinte, es könnte an meinem Schreck durch die Flut gelegen haben. Was hat's denn? Die Flut hatte sie fast fortgespielt. Und dann kam das Kind verfrüht. Agnes tat ihr Bestes, ihn zu retten, aber sein Kopf war missgebildet und er lebte nicht lang. Das war monströs, monströs. Oh, Peter, echt. Wenn sie die in die Salzmenge schmeißen. Nichts sagen. Mir scheint, der Herr blickt nur noch selten auf Tassing herab. Deshalb ist es Zeit, dass wir die Dinge selbst anpacken. Wir sind beim Essen, nicht bei Tisch. Bitte, können wir über etwas anderes sprechen? Marke, das braucht wirklich nur einen Tropfen und das Fass läuft über hier. Als er fort war, Andreas, hat Jörg hier geheiratet. Ja, das hörte ich schon. Veronika und ihr gebt ein schönes Paar ab hier. Danke. Jörg war gut zu mir und so viele andere Möglichkeiten bietet Tassing ja auch nicht. Ja, das ist ein Kompliment. Er ist ein paar Jahre her, aber gewohnt bin ich die Ehe noch immer nicht. Mein Glückwunsch, Jörg. Ich freue mich für euch. Danke, Andreas. Ich hoffe, es kommen bald noch ein paar kleine Segen dazu. Haha, hehe. Ich verstehe das nicht. Prost. Verstehst du das? Ach, vergiss es, Ursula. Was habt ihr so getrieben, Andreas? Ja, mich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, wie gut es mir geht. Tja, Kaspers Lehre ist genug Beschäftigung, dass mir keine Zeit für mich selber bleibt. Dann solltet ihr besser keine Kinder haben. Ich tue mein Bestes, hilfreich zu sein. Hust, hust. Ursula, vielleicht gehst du lieber zu Bett. Du bist krank. Aber Mama, ich habe noch Hunger. Jo, Ursula, du kannst meins haben. Es ist nicht gerecht, dass außer Meister Andreas und mir niemand Brot bekommt. Bald. Ursula, gib es ihm zurück. Ich dulde keine Menschen in dieser Stadt, die sagen, wir hätten für unsere gottverdammten Gäste nichts zu essen. Außerdem haben wir alle Arbeit, die auf uns wartet, nicht wahr? Gut. Ich muss weitermachen, Andreas. Wir sehen euch und euren Jungen später. Bitte verzeih, Peter, wir wollten eure Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ist schon in Ordnung, Andreas. Er hat nur schlechte Laune. Es war wunderbar, euch wieder gesehen zu haben. Ja, danke, dass ihr gekommen seid, Andreas. Werdet ihr zu Johannes noch bleiben? Ich denke schon. Gut, hoffentlich sehen wir uns später. Bis dann. Eieieiei. Tassing ist ein einziges Pulverfass. Kontrollen und Kirche, einige Konzepte der christlichen Mystik. Ah! Super! Also faktisch neue Fähigkeiten gelernt. Also vielleicht nochmal. Andreas hat bei dem ketzerischen Buch aus Mendes, das ist auch, habe ich auch erst entdeckt. Ne? Andreas hat im ketzerischen Buch aus dem Skriptorium von Kirsau einige Konzepte der christlichen Mystik genommen. Seine diesbezüglichen Studien hat mit anderen übersetzten Texten fortgesetzt, die er in Folge gefunden hat. War es vielleicht von Vorteil, dass wir Französisch gelernt haben? Menschen? Das ist ein bisschen komisch, dass jetzt hier faktisch alle nochmal neu zurechtgelegt werden, die ich ja eigentlich schon kenne. Also Balthasar kann ich noch nicht, klar. Und Hanna jetzt auch noch nicht, aber Glossaurus kam da dazu. Die Seine, als der Fluss in Paris. Okay. Das ist ja nur wirklich überschaubar. Salzburg. Köln. Mhm. Ja. Die haben kein Vieh mehr. Das werden die ersten sein, die Otto hinterherrennen, weil sie nichts zu essen haben.
Also den Zimmermanns kann ich auch nicht. Trogors auch zu. Ich denke, ich spiele den ersten Tag mal noch hoch zu Ende. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Der erste Monarch von Israel. Laut Alten Testament wurde Saul von Gott als König abgelehnt, nachdem er den Anweisungen des Propheten Samuel nicht gehorcht hatte. Vom Saulus zum Paulus. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Meister, habt ihr das gehört? Es klang, als würde da jemand rufen. Ich denke, das ist Schwester Amalie, eine Mystikerin. Vielleicht hat sie eine ihrer Visionen. Schwester Amalie, geht es euch gut? Die Philister, dies ist die Hand Gottes. Komplett, komplett. Schließlich schon um 8 Uhr abends. Die hat ja nicht. Matutina hat sie auch schon gerufen. Schwester, geschieht etwas bei der Komplett? Die Komplett ist genau jetzt. Nein. Cosmo. Schwester, Schwester Amalie. Huch. Ihr seid der Künstler Andreas. Ihr erinnert euch an mich? Ja, ihr wart hier, als der Baron ermordet wurde. Ihr habt euch verändert. Hoffentlich zum Besseren. Gott weiß es. Enthüllt und verbirgt er auch seine Willen, so kennt er doch unsere Herzen, selbst wenn wir sie nicht kennen. Ich wünschte, Vater Thomas wäre hier. Soll Kaspar ihn holen gehen? Wenn das möglich wäre, ja, sein Haus ist gleich um die Ecke. Kaspar, laufen, hole Vater Thomas. Ja, Meister Andreas. Euer Sohn? Mein Lehrling. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Mein Lehrling, auch wenn er mir wie ein Sohn erscheint. Nein, ich habe keinen Sohn. Meine Frau und ich. Zu viele Details. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Scheint begierig, euch zu gefallen. Er ist sehr enthusiastisch, ja. Über das Verhältnis von Meister und Lehrling weiß ich wenig. Meine Welt ist die des Geistes, fernab vom Gang, Flehm und Tod. Ich sehe und höre durch diese kleine Fenster, wie sich eure Welt dreht, doch gnädigerweise sind es nur kleine Ausschnitte. Gnädigerweise klein. Diese Zelle gestattet mir, Mysterien zu ergründen, ohne dass der Lärm der äußeren Welt meine Gedanken besudelt. Hoi. Eure Welt ist die Welt normaler Leben und normaler Gedanken. Das Göttliche zu hören ist schwierig, es zu begreifen noch schwieriger. Ich will nicht Teil dieser Welt sein. Ich versuche gar keinen Willen zu haben, sondern ganz im Willen Gottes aufzugehen. Wenn mein Wille sein Wille ist, gewährt er mir Visionen, so verwirrend sie auch sein mögen. Euer Wille, das ist das, was ich gelesen habe. Euer Wille verbindet sich, ihr seid mit Jesus intim, als wäre er euer Ehemann, Amalie. Das ist eine kühne Äußerung, Meister Maler. Wo habt ihr das gehört? Ich habe es in einem Buch von einem englischen Mystiker gelesen. Jemand hatte eine Übersetzung für mich angefertigt. Ich freue mich, dass ihr ein Interesse an spirituellen Themen habt. Aber das sind keine Worte, die man leichtfertig äußern, keine Ideen, über die man leichtfertig sprechen darf. Die Offenbarungen, die wir erleben, können für uns und für Zeugen erschreckend sein. Sie sind keine Träume, sondern wahre Visionen der größten göttlichen Kräfte. Verzeiht, nee, ich sag nichts. Schwester, was ist das Loch da im Boden? Mein Grab. Ich grub es, bevor Vater Thomas meine Totenmesse las. Bevor ich hier eingeschlossen war, jeden Tag grabe ich ein wenig tiefer. Die meisten finden es schockierend, aber das ist meine Hingabe, meine Berufung.
Sobald man die eigene Bestimmung findet, muss man ihr folgen. Ich denke nicht, dass es so einfach ist. Gottes Bestimmung ist in meinen Augen einfach und einmalig. Der Rest der Welt ist es, der kompliziert ist. Steht eure Berufung in Frage, Andreas? Euer Leben? Beides, denke ich. Ich habe meine Liebe verloren. Meine Liebe zur Kunst, zur Familie, zu allem. Die letzten 7 Jahre waren hart. Es war alles zu viel für mich. Verliert mich die Hoffnung, Andreas. Das menschliche Herz ist keine Kleinigkeit, darin ist sehr viel Platz. Sehr denkwürdiges Gespräch. Andreas, sei bedankt, dass ihr Kaspar geschickt habt. Es schien mir angebracht. Ist alles in Ordnung, Schwester Amalie? Ja, Vater, ich glaube, ich hatte eine Vision. Ich erinnere mich an kaum etwas. Meister Maler und sein Lehrling hörten nichts Genaues. Bedauerlich, aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Andreas, Kaspar, würdet ihr uns entschuldigen? Wir danken für eure Hilfe, aber jetzt muss ich mich in der Kirche um sie kümmern. Natürlich, Vater, guten Abend. Gott segne euch beide. Meister Andreas, ich bin verwirrt. Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin nicht sicher, doch das letzte Mal, als ich Schwester Amalies Vision lauschte, wurde danach der Baron ermordet. Ich glaube, dass Schwester Amalie könnte eine Warnung empfangen. Das ist möglich, ja. Wenn jemand ermordet wird, wie halten wir das auf? Wir müssen unsere Augen und unseren Geist offen halten. Komm, Kaspar, ziehen wir uns für den Abend zurück. Zweite Mission. Simsalabim. Und ist Saulus Gernot? Oder wozu? Komm, wir gehen mal. Der Schlaue hockt immer noch darum. Kann ich an der Abteil was machen? Jetzt, Gästehaus. Alles verriegelt und verrammelt. Das war im ersten Kapitel beim Baron noch anders. Da hatte man permanent Handlungsoptionen. Der Schrein ist geschlossen. Warum ist der Schrein geschlossen? Der Konventsgarten ist geschlossen. Alles zu. Die Kirche ist zu. Ah, da blinkert ein Stern. Kreuzgang ist zu. Na gut. Also, das heißt, hier haben wir jetzt weniger Handlungsoptionen. Und nach dem ersten Teil des Spiels, wo wir wirklich so eine in so einer Kriminalgeschichte waren, war noch wesentlich offener. In den Wald, denke ich, müssen wir jetzt auch nicht gehen. Sondern wir legen uns jetzt mal hin und schließen jetzt diesen ersten Teil hier ab. Das war hier. Das Zimmer ist spärlich im Vergleich zu dem, wie ich sonst gekommen bin. Naja. Wir gehen ins Bett. Es wird spät, ich sollte mich ausruhen. Zu Bett gehen. Ist jetzt auch egal. Ich habe Otto enttäuscht. Ich Also ich bin zu sehr von mir als Spieler ausgegangen. Matutine. Laudes prim. Meister Maler steht auf. Und wir sollen die Illuminata in der Bibliothek treffen. Okay, Respekt zollt habe ich also. Ich mache jetzt mal den Stern weg hier. Propus Delicti, das war's, was noch fehlt. So. Eine weitere Stunde mit Pentiment. Sehr interessant. Alles in allem. Ich weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Bin aber gespannt. Erwarte jetzt den nächsten Mord.
Das natürlich sehr konstruiert ist, aber wir sind ja in einer sehr spannenden, packenden Zeit. Otto, ist kurz davor, die Revolution auszurufen, die, wie wir wissen, nicht gut ausgeht. Und Amalia hat etwas über Saulus gesprochen, der Gottes Gebot nicht annimmt. Ist damit Gernot gemeint? Ich würde sagen, das werden wir sehen. Aber nicht in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Und ich freue mich sehr drauf und bin sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht.